Ich beschäftige mich seit ungefähr meinem 10. Lebensjahr mit der Frage, was der Zirkel sei, mit dem Zirkel, mit dem Phänomen des Zirkels und mit der Frage, wer, wann und wo hat den Zirkel erfunden. Dies hier ist ein nautischer Zirkel, der anders als der Zweischenkel, ist auch ein zweischenkeliger Zirkel. Dieser hat aber die Möglichkeit mit einer Hand, und er wird bis heute noch, ob in der Seefahrt, in der Navigation verwendet. Das ist eine Erfindung, die sich nachweisen lässt bis in die griechische Antike. Ich beschäftige mich also mit Erfindungen von irgendwelchen Zirkeln, mit allen Zirkelformen, bin ein Zirkelomane. Und im Folgenjahre plagte mich oder befiel mich vielmehr immer wiederholt, 3, 4 Nächte lang, eine Vision darüber, immer wenn ich am Einschlafen war, das Pentagramm, das jedermann bekannt ist, also das Fünfeck, das Geheimnis der Pythagoreer, die fünf mit der Zahl 4 dahinter, dem goldenen Schnitt und all dem. Wie wäre dies, wenn es wie ein Zirkel beweglich wäre? Und ich kam also auf den Gedanken, auszuprobieren, rein experimentell, ob das regelmäßige Fünfeck, das sich ja in den Kreis einschreiben lässt, beziehungsweise umgekehrt, sich nicht falten ließe und was daraus entstehen würde. Und aus dieser Konstruktion ergab sich zu meiner größten Überraschung eine Form, die wir sehr wohl kennen, nämlich ein Dreieck, ein regelmäßiges Dreieck. Und wenn man da ein wenig herumspielt, durch eine einfache Wendung, das berühmte Pentagramm, von vielen als magisch betrachtet, das zwischen hier und hier die Proportion Phi, den goldenen Schnitt beherbergt und das sich ganz einfach wieder umwandeln lässt in ein regelmäßiges Fünfeck. Dieses lässt sich wiederum umwandeln in ein regelmäßiges Dreieck. Und all dies sind Grundgegebenheiten der Geometrie, rein aus der Praxis entwickelt und der Spielerei aus 5 Stäbchen. Das Stäbchen ist nach meinem, so einfach lässt sich hier aus einem regelmäßigen Dreieck ein Pentagramm entwickeln und aus dem Pentagramm, da brauchst du nicht viel Hexerei, ein regelmäßiges Fünfeck. Und wer will, kann dies auch noch als regelmäßiges Dreieck mit einer Mittelachse verwenden, beziehungsweise diese Mittelachse als einen Gradmesser. Allerdings zum Quadrat gelangt man hier niemals.